Hallo, mein Name ist Viktoria Görlich, bin 40 Jahre alt und wir stehen hier gerade in Bünde-Dünne, einem kleinen Ort in Ostwestfalen, hier vor unseren Haferfeldern. Mein Mann hat vor 5 Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen und wir haben dann daraus vor 3 Jahren das Start-up gegründet, Hafergut, und wir vermarkten Haferflocken, Hafermehl, Haferkerne, also alles rund um unseren Hafer. Unser Hof ist 55 Hektar groß. Wir machen nur Ackerbau, also betreiben nur einen reinen Ackerbaubetrieb. Und wir haben so eine 4-felderige Fruchtfolge und bauen quasi Weizen, Raps, Weizen, Hafer an. Und ja, Hafer ist da eben das Wichtigste quasi für unser Start-up. Der Hafer ist total angesagt und nachgefragt. Das ist natürlich erstmal super für uns. Merkt man auch sicherlich an den Marktpreisen. Aber es ist natürlich schon so, dass der Konsument immer mehr eben zu vegetarischer oder veganer Ernährung greift. Und dann spielt Hafer mittlerweile eine große Rolle, weil ich daraus natürlich auch Produkte machen kann, wie eine Hafermilch, ich kann Hafersahne. Es gibt ganz, ganz viele Produkte, die ich eben aus diesem Hafer machen kann. Ich sehe auch auf der anderen Seite, dass dieses Thema gesünder sich wieder zu ernähren und ein bisschen wieder back to the roots geht, einfach auch trendig ist. Heute spricht man eher von Porridge und von modernen Wörtern, von einem Granola und Crunch. Dementsprechend natürlich schön, wenn wir eine viel größere Vielfalt als nur Haferflocken anbieten. Und ja, das macht natürlich Spaß, weil man dann auch viel mehr in die Produktentwicklung da gehen kann. Also bei uns auf dem Hafergut sind wir gestartet vor 3 Jahren rein mit der Haferflocke, die wir verkauft haben oder verkaufen, auch heute noch. Das ist so unser größtes Produkt. Und daraus haben wir 2 Müsli-Sorten entwickelt und ein Granola. Uns ist super wichtig bei Müsli und bei Granola, dass wir möglichst viele regionale Produkte und auch keine verarbeiteten Produkte nehmen. Die füllen wir ab dann in so 375 oder auch 1-Kilo-Paketen und vermarkten die über Hofläden hauptsächlich, so zu 90%. Haben einen eigenen Online-Shop, den wir gerade auch so ein bisschen noch weiterentwickeln wollen, und haben aber auch so ein paar spezielle Märkte wie eine Apotheke beispielsweise. Ich finde, dass eine regionale Wertschöpfung extrem wichtig ist. Ich wusste vorher nicht, dass wir 70% des Hafers tatsächlich aus dem Ausland holen. Und warum machen wir das? Also das finde ich super schwierig, weil wir können ja den Hafer überall anbauen, also können wir ihn ja auch direkt dann essen. Warum müssen wir ihn aus anderen Ländern herholen? Und was ich nie gedacht hätte, dass da so extreme Unterschiede im Geschmack sind. Dementsprechend ist es total schön, dass wir hier so Mandeln und Honig richtig rausschmecken, obwohl eigentlich so eine Haferflocke sehr neutral ist. Also ich glaube, dass wir in Deutschland manchmal den Mehrwert nicht unbedingt auf den Lebensmitteln liegen haben. Und das finde ich schon manchmal traurig. Also wenn man so durch Frankreich fährt oder auch andere Länder, dann denke ich immer, oh, ist das toll, da ist eine viel größere Produktvielfalt. Und die gehen auf die Märkte, die fahren zu den Bauern und Landwirten. Und ich glaube, diesen Trend haben wir die letzten 2, 3 Jahre auch total gut erlebt. Aber es wäre halt schön, wenn er auch weiter anhält. Ich hoffe, durch Aufklärung und auch anderen Geschmacksnerven, die man da trifft, auch weiter die Konsumenten davon zu überzeugen, dass genau regionaler Anbau auch super ist.